Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn noch nicht geschehen, dann lasst ein Abo und auch gerne mal einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Schaut mal in die anderen Playlists rein, vielleicht ist das ein oder andere Spiel dabei, was euch auch zusagt. Auf jeden Fall gibt es einfach nochmal One Piece World Seeker, kann ich euch auch nahelegen, auch ein cooles Spiel gewesen. So, weiter hier bei One Piece Pirate Warriors 4, Schlacht um Marineford Arc, und zwar Kapitel 3. Der Vorhang zum letzten Kampf geht auf, die Gipfelschlacht in Marineford. Die Hinrichtung von Ace rücken näher. Ruffy und seine Verbündeten stehen einem schrecklichen Feind gegenüber und machen sich auf den Weg nach Marineford, um Ace zu retten. Ruffy wurde von Bartholomew's Bär nach Amazon Lily gebracht. Eine nur von Frauen bewohnte Insel, über die Boa Hancock herrschte, einer der sieben Samurai der Meere, der Piratenkaiser. Hancock war Ruffy gegenüber anfangs feindselig eingestellt, aber sie verfiel Ruffys Charme und verliebte sich Hals über Kopf in ihn. Währenddessen ereigneten sich ernsthafte Vorfälle. Es hieß, Marshall D. Teach, auch als Blackbird bekannt, wäre ein neues Mitglied der sieben Samurai der Meere, nachdem er Ruffys Bruder Ace gefangen genommen hatte. Ruffy erfuhr, dass Ace bald von der Marine hingerichtet werden sollte. Daher schlich er sich mit der Hilfe von Hancock in Impel Down ein, wo sein Bruder gefangen gehalten wurde. Sie brachten mit der Hälfte der Gefangenen, Buggy und anderen Agenten der Barockfirma sowie dem Mitglied der Revolutionsarmee, Ivankov, in die tieferen Etagen ein. Dort fanden sie heraus, dass Ace in das Hauptquartier der Marine verlegt worden war. Ich gehe ins Marinehauptquartier. Ich würde mir das sonst nie verzeihen. Der Weg zurück zu den oberen Stockwerken war versperrt. Die Gruppe plante ihre Flucht mit der Hilfe ihres früheren Gegners Crocodile und dem Ritter des Meeres Jinbei der sieben Samurai der Meere, der für seinen Widerstand gegen den Krieg eingesperrt worden war. Ein seltsamer Mann erschien vor Ruffy und seinen Kameraden. Es war Blackbird höchstpersönlich, der Mann, den Ruffy auf Jaya getroffen und der Ace gefangen genommen hatte. Lange her, Strohut. Dein Bruder wird schon bald öffentlich hingerichtet. Vom Blackbird provoziert, wurde Ruffy voller Wut übermannt und warf sich in den Kampf, aber Jinbei überzeugte Ruffy, dass die Rettung von Ace und die Flucht aus Impel Down Vorrang haben mussten. Allerdings standen die Tore der Gerechtigkeit immer noch zwischen ihnen und dem Marinehauptquartier. Mr. Two blieb im Gefängnis zurück, um die Tore zu öffnen. Bon, die Tore schließen sich. Wir müssen hier raus. Vielen Dank. Stroh, Junge. Rette deinen Bruder. Ruffy und seine Kameraden machten sich zum Marinehauptquartier in Marineford auf, während sie immer zu an das Opfer von Mr. Two dachten. Eine große Anzahl an Marineoffizieren, Soldaten sowie Mitglieder der sieben Samurai der Meere warteten auf sie. Unter anderem Falkenauge. Großadmiral Zengbok hielt vor der Hinrichtung eine Rede über die Wichtigkeit des Krieges. Aces unglaublicher Hintergrund wurde offenbart. Großadmiral, genau. So, wir haben die Wahl zwischen Ruffy, Whitebird, Jinbei und Crocodile. Nehmen wir Jinbei. Dann haben wir die Wachstumskarte einmal anschauen. Das Marinehauptquartier Marineford. Vor dem Entscheidungskampf mit den Whitebird-Piraten hat sie eine große Flotte aus Marineoffizieren, den sieben Samurai der Meere und anderen versammelt. Großadmiral Zengok hält vor der Hinrichtung eine Rede über die Bedeutung des Krieges. Männer, ich habe euch etwas Wichtiges zu sagen. Ich muss euch die wahre Bedeutung über das Ende erzählen, das Puma D. Ace heute hier finden wird. Ace, sag ihnen den Namen deines Vaters. Mein Vater ist Whitebird. Falsch. Das ist aber die Wahrheit. Whitebird ist mein Vater. Einen anderen habe ich nicht.
Damals waren wir verzweifelt auf der Suche nach selbst dem kleinsten Informationsbrocken, der uns womöglich zu seinem Kind führt, das vielleicht existiert. Ein Kind, das mit dem am meisten verfluchten Blut der Welt geboren wurde. Und dieses Kind bist du. Tu ja nicht so, als wüsstest du das nicht. Dein Vater war niemand anders als Goldie Roger, der Piratenkönig. Vor 2 Jahren wurdest du Captain deiner eigenen Piratencrew und bist rasend schnell und mit bemerkenswerter Kraft aufgestiegen, während du die Meere besiegelst. Und dann haben wir es endlich verstanden. Rogers Blut fließt in dir. Doch Whitebird, der gleichzeitig zur selben Schlussfolgerung kam, nahm das Kind seines ehemaligen Rivalen zu sich, um dich als den nächsten Piratenkönig großzuziehen. Nein, ich bin auf sein Schiff gegangen, um ihn zum Piratenkönig zu machen. Du bist der Einzige, der es glaubt. Wir konnten dir nichts anhaben. Und das kommt daher, weil Whitebird dich beschützt hat. Wir wussten, wenn wir dich walten lassen würden, wirst du dir mit Sicherheit deine Fähigkeit zunutze machen und deinen Platz als Anführer einer neuen Ära der Piraterie einnehmen. Und darum ist es so bedeutsam, dass dein Kopf hier und heute rollt. Auch wenn es zu einem ausgewachsenen Krieg mit Whitebird selbst führen könnte. Das gibt es nicht. Ich sehe einen Schatten in der Bucht. Es ist die Moby Dick. Whitebird. Wie lange ist es jetzt her, Sengok? Mein geliebter Sohn. Wie geht es dir? Ich komme, Ace. Pops. Unsere Anzahl gibt es nicht unbedingt einen Vorteil. Wir könnten trotzdem in die Luft gejagt werden. Dieser Mann. Hat genug Macht, um die Welt zu vernichten. Wisst ihr Bescheid, ne? Schütze dann. Ice Age. Ice Age. Du Idiot. Ruffy, Ace, endlich bist du da. Wir sind hier, um dich zu retten. Lange nicht mehr gesehen, Whitebird. Wieso beschützt du Whitebird? Dieser alte Mann ist also Whitebird. Ich werde dich hier nicht angreifen lassen. Anscheinend ist er gut mit Ace befreundet. Du, Junge. Dieser Strohhut, den du da trägst, der sieht fast genauso aus wie der, den Rotha mal getragen hat. Was? Du kennst Shanks? Bewahre den Strohhut nur für ihn auf. Und du bist hier, um deinen Bruder zu retten, nicht wahr? Genau. Weißt du, mit wem du es zu tun hast? Du wirst sicher nicht überleben. Halt die Klappe. Was weißt du schon, du alter Knacker? Glaubst du, ich weiß nicht, dass du Piratenkönig werden willst? Ich werde aber den Visan, der Piratenkönig wird. Du frecher Bengel. Du solltest mir über dich in den Weg kommen, kleiner Wicht. Ich tue, was ich will. Ich bin derjenige, der Ace retten wird. So, geh zum Urusplatz und rette Ace. Ja, Lager. Die anderen gehen drauf. Verpasse Marinekommandant und Co. eine Abreibung. Wachstumskarte. So, Jinbei. Erstmal ein paar Fähigkeiten geben. Und Fähigkeitenplätze brauchen wir. Und Technik-Level auf jeden Fall auch. So.
setzt die Segel. So, erst einmal geht den Marine-Kommandanten schöne Abholung verpassen, Jan. So, verpasst Muck an Abreibung und durch die Belagerung von einer Gruppe der Marinesoldaten. Wenn wir auf der Karte gucken, was wir uns hier nicht verhaspeln, weil die Karte halt so riesig ist. Moment, Schatzkiste. Hallo. Danke. Na, bist du drauf, ja? Oh, Bellamy. Nee, Don Quixote. Oh mein Gott. Was ist so lustig, De Flamingo? Was da lustig ist? Das Gefühl, mitten in dieser Ära zu leben. Fufufu. Mist. Bleib weg von mir. Hey, aufhören, die Flamingo. Piraten sind böse und die Marine rechtschaffend? Das ändert sich wie Ebbe und Flut. Kinder, die nie Frieden erlebten, haben andere Werte als die, die den Krieg nicht kennen. Die an der Spitze entscheiden, was richtig und falsch ist. Das ist der wahre Mittelpunkt. Die Gerechtigkeit wird siegen? Natürlich wird sie das. Die Sieger werden zur Gerechtigkeit. So, die Familie kontrolliert die Gruppe Whitebelt Piraten mit Hilfe von Parasite. So, Mihawk kämpft sich durchs Eis, ein neuer Weg ist aufgetaucht. Und Mihawk kämpft sich erneut durchs Eis. Danke, Mihawk. Diese schwarze Klinge, kann sie diesen Mann erreichen? So, führe Ruffy zum Aufenthaltsort von Hancock. Vorne mal kurz ein Item einsammeln. So, Mihawk macht die Arena auf jeden Fall richtig groß für uns. Oh, die Flamingo. Ja, nicht, dass das einfach wird. Tashi ist auch mit am Start. Hey.
Sieht nur die Flamingo halt Parasite entfernt. So, Hancock hat zwar auch einen Vormarsch gefunden. Nutzer wird bald in die Fuck geschlagen. Oh, ich brauche mal ein bisschen Energie hier. Jetzt bin ich hier bald Feierabend hier. Danke. So, Miyok ist besiegt. Sashiki ist auch besiegt. So, jetzt mal zu einem anderen Ziel hier. Yeah!
Ja, war richtig rein, Alter. Schön aus Respekt hier. Stand auf bleiben, sagt Biester. So, Marinehafen ist erobert. So, Piratenkommandanten Co. haben das Kampfschiff der Gruppe Marinesoldaten zerstört. Yeah! Das hat die Bombardements eingeschränkt. Warte auf uns, Ace. In der Defensive, meinst du? Leckerlich. Oh, der gefällt mir richtig gut. Öfter nehmen wir. Alter. Hat Spitzer hier. Richtig geil. Hat er gerade Buffy gesehen? Ich glaube schon, ne? Oh, kurz gucken. Oh, ich muss mal kurz gucken, wo ich. Da muss ich hin, ne? So, Buggy hat euch gerettet. Du brauchst wirklich meine Hilfe? Nun, ich schätze schon, dass ich dir helfen kann. Yeah.
So, Senbei hat Krokodil gerettet. Na, was kommt jetzt? Leg los. Meteor-Vulkan. Okay. Hat das Terrain verändert? Das Eis schmilzt hier, wenn die Straßen zum Platzer verlieren. Aber im Kram ist das wie ganz kurz. Losfern, bist du verrückt? Das wäre furchtbar. Alter, geht doch mal kaputt hier. Nun, das hat funktioniert, sagt er. Okay, 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 okay. Ja, lass bitte mal kurz hier ein bisschen. Ist da noch ein Item irgendwo? Da hinten.
so, Pokémon wird bald in die Focke schlagen. Na, Ruffy. Hast du Schuss gemacht, kleines Handstocher? Episch. Nicht schlecht. Sohn des Drachen. Jetzt habe ich aber Angst. So, Junge? Gebt uns erst zurück. Zu langsam. Dein Großvater hat mich vielleicht gerettet. Aber das ändert nichts. Na komm, Ruffy, mach mit. Zusammen schaffen wir das. Ruffy, komm her hier. So, Abbremsung, wenn du schnell zu Ace. Haben wir verstanden? Ja, Ruffy, komm her hier, Alter. Ey, jetzt komm. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Mann, ey. Ich so!
Ist irgendwo noch irgendein Emblem hier? Nein. Komm schon. Endlich. So muss das sein. Wow. Einfach nur wow. Episch. Du brauchst mehr als nur Murmelstroh, Ruffy. Wenn du nicht genügend Kraft hast, wirst du niemanden retten können. Ace. Oh, what bird? Siehst du? Ich sag dir, dass das passiert. Atmest du noch, Strohhut, Junge? Iwa. Was los, alter Ziegenbock, ich. Er hat seinen Teil getan. Behandle ihn. Vergiss das. Wir haben keine Zeit. Aus dem Weg. Ace ist mein einziger Bruder auf der ganzen Welt. Ich muss ihn retten. Du bist wirklich voller Energie. Die närrische Jugend. Aber Narren wie du, ich kann nicht anders, als dich zu mögen. Na, geh noch. Einiges eingesammelt hier. So, Jinbei freigeschaltet. Whitebird. Und das Outfit Marineford für Ruffy kann jetzt ausgewählt werden. Na. So. Das war's jetzt mal wieder für heute. Auf zum großen Krieg am Urusplatz. Beim nächsten Video. Hinterlasst gerne, wie gesagt, ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Ein Like, teilt das Video oder schreibt auch mal gerne was in die Kommentare rein. Alles klar, bis dann, euer Gamer Tim Brick.